Tag. Sie haben sicher zu Hause auf den Fernsehschirmen gesehen, mitten in dieser Steppe von Kasachstan. Also Clemens Lutheiler, Sie haben diese Startsequenz ja oft und oft immer wieder durchgeübt. Wo ist eigentlich der allergefährlichste Moment? Auf welchen Moment gibt man besonders Acht? Ja, also der gefährlichste Moment ist sicherlich der Start an sich. Ich habe jetzt gerade im Kopfhörer gehört, wir haben Natus, also Druck in den Brennkammern. Es ist also jetzt schon ein Moment ziemlicher Anspannung, sicherlich auch oben in der Kapsel. Man weiß, unter einem brodeln jetzt hunderte von Tonnen an Treibstoff und es geht demnächst los. Aber es kann in jedem Moment dieser Start unterbrochen werden, wenn etwas passiert, wenn die Instrumente Alarm anzeigen, kann man dann noch in jedem Moment den Start abbrechen? Es würde jetzt der Start nicht mehr abgebrochen werden können. Es würde, falls jetzt irgendwas ist, die Rettungsautomatik beginnen zu laufen. In einer Minute 33 höre ich gerade, aus Wien ist der Start genau, denn Sie sehen auf den Fernsehschirmen offensichtlich die Zeit eingeblendet. Wir von unserem Standpunkt aus sehen die Rakete ganz ruhig stehen, so als beinahe unbeteiligt, möchte man sagen. Aber Clemens Lutheiler hat ja schon in dieser Rakete ganz oben drinnen gesessen oder gelegen, hat das sich schon vorgestellt, wie das wäre, selber zu fliegen. Sie haben vorher angesprochen, diese Notautomatik, wir haben es vorher den Fernsehzuschauern schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen. Ja, es ist so, dass diese Notautomatik, falls die Rakete explodieren sollte, beim Start die bemannte Kapsel in die Höhe schleudert, einen Kilometer in die Höhe und 500 Meter auf die Seite mit der Windrichtung. Das ist sehr schlau berechnet. Wir haben jetzt nur mehr wenige Sekunden, höre ich hier. Ja, Christian Schüller und Clemens Lothaler, da Sie keine Uhr dort haben, sage ich Ihnen jetzt, es ist 30 Sekunden bis zum Start. Man sieht die Rakete, das ist die Klinge, was man unten sieht. Dieser Dunst, der da unten aufsteigt. Das ist gerade der Versorgungsturm, ist oder abgeworfen worden? Versorgungsturm ist weg, ja. Zündung ist jetzt. Start, Zündung. Wir sind nur mehr 5 Sekunden. Startzündung. Man hört jetzt hier schon ganz laut. Hauptzündung. Was spielt sich eigentlich körperlich ab in diesem Moment? Ja, jetzt kriegt der Franz so ungefähr 3G ab, also hat jetzt das Dreifache seines Körpergewichts. Alle Systeme der Trägerrakete funktionieren normal, sagen wir. 35 Sekunden, die Motoren arbeiten ausgezeichnet. Sekunden, Druck in den Brennkammern ist normal. 80 Sekunden. Man hat ja den Eindruck gehabt, dass es hier die Erde zerreißt, so richtig bei diesem. Ja, also das ist schon ein tolles Gefühl im Bauch, wie ein Erdbeben. Wir sehen nur noch einen Feuerschweiß. Und die erste Stufe wird ja. Die erste Stufe wird in 180 Sekunden gleich. Gleich wird die erste Stufe abgeworfen werden. Man sieht am Himmel einen, an diesem ganz blauen Himmel einen Kondensstreifen. Ja. Die Rettungsautomatik ist abgesprengt worden. Die erste Stufe ist abgesprengt worden. Die zweite Stufe arbeitet jetzt und zwar in Ordnung. Die Rakete befindet sich jetzt ungefähr in 50 Kilometer Höhe schon.
40 Sekunden. Die Motoren arbeiten immer noch ausgezeichnet. Die Höhe ist ungefähr schon 60 Sekunden. Man muss jetzt den Franz eigentlich am Bildschirm sehen. Clemens Lothaler hat in der Hand ein grünes Buch, dasselbe Buch, das die Mannschaft auch an Bord hat und in dem jeder Sekunde und alle Handbücher verzeichnet sind, was passiert. Ja, also der Franz hat das Buch auch in der Hand und schaut genau, was dem passiert ist. Es ist jetzt drinnen mittlerweile schon hell. Der Franz hat jetzt Licht gesehen. Es ist die Abdeckung vom Raumschiff ist weggesprungen und der Franz schaut bereits in den Weltraum. Das ist ein unglaublicher Moment. Was sieht man da genau? Der Franz sieht jetzt im Weltraum bereits schwarz. Also er sieht keinen blauen Himmel mehr, sondern sieht schon die Sterne. Auf die Erde sieht er nicht. Auf die Erde, ich weiß nicht. Ich habe gehört, man schaut zurück und sieht den Feuerschweif der Rakete. Alle Parameter in Ordnung, hören wir nur von den Sowjets. Mittlerweile hat sich die Ehrentribüne hier völlig geleert. Die Ehrengäste sind offensichtlich gleich zu einem Empfang der Moderation verbunden. Christian Schüller? Er sagt uns gerade... Ja, meine Damen und Herren, das sowjetische Fernsehen hat sich jetzt von der Live-Übertragung ausgeblendet. Wir haben Franz Fieböck im Bild gesehen, auch eine Zeit lang schon aus dem Weltall. Ich versuche jetzt, ob wir eine Verbindung nach Moskau haben. Da hat es offensichtlich in den letzten Sekunden ein bisschen Probleme gegeben. Klaus Mandl, hören Sie mich? Ich kann hören nach Wien. Na, hervorragend. Diese Bilder, dieser Start war so routinemäßig, so natürlich, möchte ich fast sagen. Fast schaut es aus, als ob die Pionierzeit der Raumfahrt vorbei ist. Alles läuft ganz routinemäßig ab. Es läuft alles vorläufig hier völlig routinemäßig ab. Allerdings also ist es schon auch hier beeindruckend, wenn man sieht, wie eine Masse von 310 Tonnen auf 230 Tonnen Treibstoff in dieser kurzen Zeit in den Himmel fliegt. Im Moment fliegt, ich werde mal auf die Karte schauen, die dritte Stufe bereits, die zweite Raketenstufe ist abgetrennt worden. Die dritte Raketenstufe verbraucht immer noch 0,5 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Sie ist 8 Meter lang, hat einen Durchmesser von 2,66 Meter und Sie sehen auf dieser Kurve, wie diese dritte Raketenstufe das Raumschiff schon nach und nach in eine zur Erdoberfläche parallele Umlaufbahn bringt. Der ist ja innerhalb von 9 Minuten ist die Beschleunigung von 0 auf 28.000 Stundenkilometer praktisch. Ja, also ganz genau. Die Geschwindigkeit ist 7,8 Kilometer pro Sekunde, die am Schluss erreicht werden muss. Das Raumschiff kommt jetzt in der Umlaufbahn, bald in diese Phase, wo es nur mehr ballistisch dahin fliegt, um sich nach und nach der Raumstation Mir zu nähern. Die Raumstation Mir sehe ich auf einer Anzeigetafel vor mir rechts unten, fliegt im Moment der Raumkapsel nach. Sie fliegt im Moment über Zentralafrika und nähert sich erst jenem mit einer braunen Linie abgegrenzten Bereich, in dem sie dann auch über Funk empfangen werden kann. Also von der Erde besteht zurzeit gar keine Funkmöglichkeit mit der Raumstation. Klaus Mandl, eine Frage, die sich vielleicht viele unserer Zuschauer stellen werden. Wieso dauert das doch immerhin 2 Tage, bis das Andockmanöver funktionieren kann dann? Das kommt daher, dass man nicht beliebig viel Treibstoff in den Weltraum mitnehmen kann. Das heißt, man muss eine Umlaufbahn wählen, in der man nach und nach mit einer ganz, ganz geringen Beschleunigung, mit einem sehr geringen Verbrauch an Treibstoff sich an die Raumstation annähert. Man muss hier optimieren, man muss Sauerstoff mitnehmen für die Besatzung, man muss Wasser mitnehmen für die Besatzung des Raumschiffs. Und das muss sich alles so ausgehen, dass man gut durchkommt und auch noch genügend Treibstoff eben hat, um dann die notwendigen Bremsmanöver für die Landung zu haben. So, ja, man kann wir sehen jetzt im Bild hinter Ihnen, Sie können es auch sehen, Franz Fieböck war zu sehen kurz in der Kapsel, das sind die Live-Bilder, schon die ersten Live-Bilder aus der Kapsel gewesen. Immer wenn wir nur einen Kosmonauten sehen, so wie jetzt, dann ist das Franz Fieböck. Er ist der im Moment Zuständige für die gesamte Bordkommunikation. Er spricht mit den Technikern hier unten am Boden. Neben ihm, die Hand, die sich bewegt, gehört dem Kommandanten und rechts davon wieder im Raumschiff sitzt Dr. Obarikov, der kasachische Testpilot.
Ja, ich habe schon vorher gesagt, alles schaut so routinemäßig aus. Die Pionierzeit scheint vorbei zu sein. Immerhin, vor 22 Jahren hat es die Mondlandung gegeben. Für gar nicht einmal so kleine Kinder ist das schon längst Geschichte. Was bleibt also übrig, Klaus Mandl, wenn wir vielleicht an dieser Stelle einmal drüber reden könnten? Die Begeisterung scheint weg zu sein, international, also eben dieser, wie ich gesagt, der Pioniergeist. Der Glaube ist weg, die Machbarkeit an die Totale. Dass man, jemand hat einmal gesagt, gebt mir ein Stück Mondstein und ich sage euch, wie der Kosmos entstanden ist. Das hat sich als falsch herausgestellt. Der Wettbewerb von zwei konkurrenzierenden Systemen, nämlich der Sowjetunion und der USA, ist vorbei in vielfacher Hinsicht. Der militärische Aspekt scheint immer mehr wegzufallen. Also was bleibt über von der Raumfahrt? Warum kann man sagen, das ist noch notwendig, dass man solche Flüge macht? Eigentlich ist es so, dass sicherlich niemand mehr unnotwendige Flüge macht, also nur um etwas Spektakuläres vorzuzeigen. Das kann sich die Raumfahrt längst nicht mehr leisten. Von der NASA nicht zu sprechen, das kann sich die Europäer nicht leisten und auch die Sowjets nicht. Das heißt, man kann im Moment eigentlich nichts unternehmen, was einfach zu viel Geld kostet, um nur einen spektakulären Publicity-Erfolg zu bringen. Der Grund ist ganz einfach der, die Raumfahrt ist in der Öffentlichkeit nicht nur uninteressant geworden, sie ist sozusagen out. Man kann eigentlich nur mehr das unternehmen, was letztlich, also wirklich unmittelbar kommerziell Sinn hat. Aber Moment, wir haben jetzt hier den Applaus. Es ist das Abspringen der dritten Stufe geglückt. Die Raumstation ist schwerelos. Bitte die Bilder von der Schwerelosigkeit. Die Kosmonauten sind in ihrem eindrucksvollsten Augenblick. Bitte die Bilder von der Schwerelosigkeit, von der Übertragung aus der Raumstation. Ja, Klaus Mandl, während Sie versuchen, also diese Bilder mit einer anderen Kamera vielleicht besser einzufangen. Wird es eineinhalb Tage dauern, bis Sie in dieser schwerelosen Phase, in diesem kleinen, engen Raumschiff dorthin kommen. Vielleicht noch zu der Wirtschaftlichkeit. Es gibt natürlich Bereiche, in denen die Raumschaft absolut, Raumflug absolut wirtschaftlich ist. Das ist alles, was mit Satelliten zusammenhängt. Wir könnten ja auch diese Übertragung ohne das nicht mehr machen. Fast jedes Telefongespräch international geht über Satelliten, ist wesentlich günstiger. Das ist ein optimales Geschäft geworden. In gleicher Weise natürlich auch der Wetterbeobachtungssatelliten, Satelliten zur Erdbeobachtung, selbstverständlich auch das Militär. Hier liegt aber einer der Probleme der Raumfahrt, weil überall die Militärbudgets gekürzt werden und dann also auch damit die zivilen Projekte irgendwo wegfallen. Die bemannte Raumfahrt sozusagen der teuerste Aspekt, weil ich pro Person, die ich in den Weltraum schicke, pro Tag 10 Kilogramm Wasser, Sauerstoff etc. mitnehmen muss. Das ist der allerteuerste Teil und den kann man sich wirklich nur mehr zu ganz, ganz besonderen Anlässen leisten. Das bedeutet also spezialisierte medizinische Untersuchungen. Ein kurzer Raumflug in Schwerelosigkeit wirkt so wie eine lange Bettlägerigkeit etwa. Das heißt, ich kann medizinische Untersuchungen machen mit kerngesunden jungen Menschen, die in den Weltraum fliegen und mit ihnen nachahmen, wie es schwerkranken Menschen geht, die monatelang bettlägerig sind. Da gibt es keine andere Methode, die in gleicher Weise geeignet wäre, solche Untersuchungen zu machen. Weiters, überall, wo ich die Geschicklichkeit der menschlichen Hand brauche, wenn ich Geräte habe, die kompliziert zu bedienen sind, immer dann kann ich mit meinem Raumflug, kann der Kosmonaut etwas machen, was kein Roboter machen könnte. Also man träumt von Robotern, die das ersetzen könnten, aber vorläufig muss ich leider dem Roboter noch Wasser und Essen und ein Klo in den Weltraum mitgeben und Sauerstoff zum Atmen. Es geht nicht anders. Die Geschicklichkeit der Hand ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und bei einigen Fällen brauche ich auch den Kopf des Kosmonauten. Also eben wie zum Beispiel bei wissenschaftlichen Experimenten, da kann ein noch so guter von der Erde gesteuerter Roboter nicht spontan reagieren, nicht intelligent reagieren. Es wäre eine bloße Verzögerung, wäre schon gefährlich. Und ich sehe jetzt einmal, bitte warum, zurück. Ich sehe nochmal zurück, wo das Raumschiff im Moment fliegt. Es fliegt im Moment über dem Gebiet der Mongolei. Das ist die Soyuz-Raumkapsel. Sie fliegt gerade über die Grenze nach China. Ja, danke vielmals, Klaus Mandl. Wir haben jetzt einen Beitrag von Christian Schüller bekommen. Er hat nach dem Start mit Politikern gesprochen. Es beginnt mit einem Interview mit Bundeskanzler Franicki.
Herr Bundeskanzler, eine ganz kurze Frage. Wären Sie eingestiegen in dieses Raumschiff? Hätten Sie mitfliegen wollen? Ich glaube das eigentlich nicht. Ne? Sie glauben nicht? Nein. Und was haben Sie so empfunden, wie Sie das Aufsteigen gesehen haben? Ich war sehr bewegt innerlich, muss ich Ihnen sagen. Denn es ist ja nicht ohne, wenn drei junge Menschen, noch dazu ein Österreicher, mit von der Partie, ein solches Experiment wagen. Und bin jetzt sehr froh, dass es gut gegangen ist. Hier bei uns ist auch der Präsident Kasachstans, Nursultan Nazarbayev. Здравствуйте, господин президент. Скажите, пожалуйста, для вас тоже это был премьер? Это был первый казахский космонавт. Это für Sie auch eine Premiere, es war der erste kasachische Präsident. Какое значение имеет вот этот для вас и для вашей республики? Welche Bedeutung hat das für Sie und für Ihre Republik? Первый человек с этого космодрома, с казахской земли, Юрий Гагарин, полетел в космос в 62-м году. И к 30-летию вообще освоения космоса состоялось такое событие, как же, так же, как и первый австриец, так и первый казах с этой земли полетел в космос. Для нашего народа, для всех казахстанцев это имеет исключительное значение, как символ нашего суверенитета в обновленном союзе, который мы сейчас строим. Der kasachische Präsident sagt gerade, vergleicht gerade den ersten Flug eines Kasachen mit dem Flug Juri Gagarins und sagt, das war genauso eine historische Begebenheit von der historischen Bedeutung dem vergleichbar, spricht aber auch vom österreichischen Kosmonauten und von der österreichischen Premiere. Hier bei uns ist auch der sowjetische Regierungschef Silaev, господин премьер-министр, можно так сказать? Вы здесь... круг разных президентов республик. Я так понял, что будет много переговоров о том, кто в будущем владеет советской космонавтикой. Herr Ministerpräsident, Sie sind hier gemeinsam mit dem Präsidenten einiger Republiken und soweit ich das verstehe, gibt es hier Diskussionen darüber, wer die sowjetische Weltraumfahrt künftig führen wird, wie sie aufgeteilt wird. Есть здесь конфликт или можно вот решить этот проблем? Я не сомневаюсь, что космос не будет поделен по территориям республик. Ich zweifle nicht daran, dass der Weltraum nicht nach Republiken aufgeteilt werden wird. Это невозможно сделать. А самое главное, это и не нужно. Ибо только объединяя усилия в этой очень важной, сложной и дорогостоящей отрасли и зоне, как освоение космоса, здесь только объединение сил. Hier kann man nur zusammenarbeiten, die Kräfte zusammenlegen bei einer so schwierigen Aufgabe wie der Erschließung des Weltraums. Herr Vizekanzler, in Ihrer Eigenschaft als Wissenschaftsminister angesprochen, mit wem wird Österreich aber jetzt künftig die Weltraumzusammenarbeit fortsetzen? Mit der Sowjetunion, mit Kasachstan, mit Russland? Wie wird man sich da einigen? Die Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern wir werden warten, wer der endgültige Partner ist. Wir sind an einer Fortsetzung der Experimente interessiert, denn jetzt haben wir investiert. Und müssen diese wissenschaftlichen Programme weiterführen. Eine außenpolitische Frage noch. Sie treffen hier wahrscheinlich zum ersten Mal den Präsidenten Kasachstans. Wie wird jetzt Österreich sich verhalten in diesem Neuaufbruch der Republiken? Wird es engere direkte Kontakte mit Kasachstan geben? Wird man hier einen Präzedenzfall setzen? Ich treffe den Herrn Präsidenten von Kasachstan nicht zum ersten Mal. Er hat mich schon in Wien besucht und wir hatten dort schon ein sehr angenehmes und gutes Gespräch. Unsere Außenpolitik, Außenwirtschaftspolitik, Forschungspolitik etc. wird sich daran orientieren, wie die Kompetenzen der Republiken innerhalb der Sowjetunion gestaltet werden. Und wir haben gerade in den letzten Tagen unseres Besuchs hier festgestellt, dass die Republiken einen sehr weiten Spielraum haben, international zu kooperieren, und wir werden diese Chance nutzen. Господин президент, у меня еще есть вопрос, не касающийся космонавтики, но близко. Вопрос о ядерных оружиях. Дело в том, что вы объявили, что вот как если я правильно понял, что Казахстан хочет контролировать те ядерные оружия, которые на вашей территории. Хочет ли Казахстан сказать с этим, что вы хотите быть ядерной державой? Я только перевожу еще. Я бы den Präsidenten Казахстан gefragt, ob seine Äußerung, Казахстан wollte die Atomwaffen auf ihrem Gebiet der Republik selbst kontrollieren, ob das bedeutet, dass Казахстан eine Atommacht werden will.
Я прежде всего хочу приветствовать на казахской земле канцлера Враницкого, с которым я давно знаком. Ich möchte zunächst einmal den Bundeskanzler Wranitzky hier begrüßen, den ich schon seit langem kenne. Я рад, что мы снова с ним встретились. Мы в это трудное для мира время ровесники и несем вместе ответственность за свое время. In so einer schweren Zeit ist es wichtig, Leute zu treffen, mit denen man über gemeinsame Verantwortung sprechen kann. Ich bin froh, dass unsere встреча это начинается с того, что космонавт казах и австриец вместе полетели, убежден, что они будут близкими друзьями на всю жизнь. Ich bin froh, dass unser Treffen beginnt mit dem gemeinsamen Flug eines Kasachen und eines Österreichers, die sicher gute Freunde werden im Weltraum. Человек, который придерживается принципа дружбы между не только людьми, но между и народами. Поэтому, что касается вашего вопроса первого, который вы задали Ивану Степановичу Силаеву по нашим законам, все, что находится на территории Казахстана, принадлежит собственности нашей республики. Поэтому создано агентство авиакосмических исследований Казахской ССР. Ich bin für Freundschaft nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Völkern und Nationen. Deswegen, was Ihre Frage an den sowjetischen Ministerpräsidenten Silaev anbelangt, muss ich sagen, alles, was sich auf dem Territorium Kasachstans befindet, unterliegt den Gesetzen der Kasachischen Republik. Авиакосмическая техника и космос это огромное достояние всех республик, которые создали здесь огромный потенциал. И этот потенциал невозможно одолеть или управлять единой республикой. Здесь нужно для будущего развития космоса, который является приоритетом для нас, чтобы все республики участвовали, поэтому 13 республик сегодня находятся здесь. Das ist ein bisschen der Nationalstolz durchgegangen. Er wollte sagen, dass die Weltraumfahrt eine Errungenschaft aller Republiken ist, aller Völker der Sowjetunion ist und deswegen man sie nicht einfach aufteilen kann. Вчера мы 13 республик договорились о создании экономического сообщества, поэтому я считаю, что в Советском Союзе оборона должна быть единая, стратегические вооружения должны управляться единым. Я высказался в том плане, что современное стратегическое вооружение, находящееся на территории Казахстана, останется на территории Казахстана, не будет никуда не перебазировано. Управление должно быть с единого центра под контролем всех республик. Jetzt stellt der Präsident Kasachstans klar, was er gemeint hat mit seiner Äußerung über die Atomwaffen. Er sagt, dass selbstverständlich eine der Bestrebungen auch dieses Treffens der Republikchefs... Eine der Bestrebungen dieses Treffens der 13 Republikchefs hier ist, eben eine gemeinsame Wirtschaftsstrategie zu finden, aber auch eine gemeinsame militärische Strategie. Die Atomwaffen auf dem Territorium Kasachstans sollen zwar hier bleiben, nicht woanders hingebracht werden, aber die Kontrolle wird von einem einzigen Zentrum passieren. Спасибо вам большое. До свидания. Ich danke auch meinem kasachischen Kollegen, der mich doch hin und wieder auch reden hat lassen. Meter lang und 130 Tonnen schwer ist die Raumstation Mir. 16 Mal am Tag umrundet sie die Erde. Relativgeschwindigkeit gegenüber der Erdoberfläche fast 30.000 Kilometer pro Stunde. Wenn man durch die Raumstation schwebt, dann wirkt sie durchaus geräumig. Dies ist die Zentraleinheit mit den Steueranlagen. Durch den Ankopplungsteil gelangt man in die anderen Module, jeweils kleine Weltraumlaboratorien für spezielle Aufgaben. In der Raumstation gibt es eine Fülle von technischen Spezialgeräten zur Erforschung des erdnahen Weltraums.
für die Astronomie, für die Herstellung von bestimmten Medikamenten, die nur in der Schwerelosigkeit besonders rein produziert werden können, und für die Erdbeobachtung. Aus einer Höhe von 400 Kilometern sind schon mit dem Teleobjektiv einer Fernsehkamera viele Details erkennbar. Dies etwa ist der Flusslauf des Nil. Einige Kosmonauten berichten, dass sie in den ersten Tagen in der Raumstation nicht gewagt hätten, aus dem Fenster zu schauen, weil man ihnen gesagt hatte, der Eindruck sei so überwältigend, dass man dann nur mehr das Schauspiel des Sonnen- oder Mondaufgangs beobachten und die Schönheit der Erde bewundern wolle und nicht mehr zur Arbeit komme. Ein ganzes Bündel von Raketen als erste Stufe. Daran erkennt auch der Laie leicht die charakteristische Bauart sowjetischer Raketen. Amerikanische Raketen sind schlanker, elektronisch viel anspruchsvoller, sowjetische zuverlässiger, leistungsstärker und billiger. Seit den ersten Anfängen, seit Sputnik und Gagarin, hat man zwar Details verbessert, ist aber dem Konstruktionsprinzip im Wesentlichen treu geblieben. Es sind dreistufige Flüssigtreibstoffraketen mit einer Rettungsvorrichtung an der Spitze, die das Raumschiff bei Gefahr wegkatapultieren kann. Darunter sind zwei Raketenstufen. Das Raketenbündel zählt als erste Stufe. Die gesamte Konstruktion ist 310 Tonnen schwer und 49 Meter hoch. Zünden beim Start gleichzeitig die Zusatztriebwerke und die zweite Stufe, entfesseln sie eine Leistung von 100 Millionen PS. Die erste Raketenstufe trägt das Raumschiff in 2 Minuten in eine Höhe von 49 Kilometern. Hier werden die seitlichen Raketenmotoren abgesprengt. In einer Höhe von 84 Kilometern wird die Schutzhülle des Raumschiffes abgesprengt. Jetzt, nach etwa 3 Minuten Flugzeit, sehen die Kosmonauten erstmals ins Freie. In 167 Kilometer Höhe wird die zweite Stufe abgesprengt. Die dritte Stufe bringt das Raumschiff in etwa 9 Minuten in die Erdumlaufbahn. Das Raumschiff selbst ist im Wesentlichen aus 3 Teilen aufgebaut. Unten der Triebwerksteil, darüber die Landekapsel oder auch das Cockpit, in dem die Kosmonauten während des Starts sitzen. Kugelförmig ganz oben der Orbitalteil mit Versorgungseinrichtungen, der nicht zur Erde zurückkehrt, sondern verglüht. Das Raumschiff ist etwa 7 Tonnen schwer. Es bietet 3 Raumfahrern Platz. Seine Ausmaße, Höhe 7 Meter, maximaler Durchmesser 2¾ Meter. Innen ist der Platz ziemlich knapp. 10 Kubikmeter Raum stehen den Passagieren zur Verfügung. In dieser Enge müssen die Kosmonauten die 2 langen Flugtage bis zum Erreichen der Raumstation Mir verbringen. Die Energie- und Sauerstoffvorräte würden für einen insgesamt 10-tägigen Flug reichen. Im Weltraum versorgt sich das Soyuz-Raumschiff mit 2 je 10 Meter langen Sonnensegeln, selbst mit Solarenergie. Sobald das Raumschiff an Mir angedockt ist, bleibt es etwa 200 Tage funktionsfähig. Dann muss es aufgegeben werden oder zur Erde zurückkehren. Auf den Moment, dass man wieder Fernsehverbindung hat, und jetzt haben sie den Andockcomputer wieder eingeschaltet und er beginnt jetzt gerade zu laufen, die Entfernung verringert sich. Man sieht rechts und links auf diesem Fernsehbild die Sonnenbatterien, man sieht jetzt schön groß die 6 Sonnenbatterien, und in der Mitte dieser runde Punkt, das ist also der Andockstutzen, der Androgyne, das Weibchen zum männlichen Teil des Transportraumschiffes sozusagen.
Wie weit sind die zwei Gefährte jetzt voneinander entfernt? 16 Meter. Es ist so, es ist vorne jetzt schon eine Stange ausgefahren beim Transportraumschiff, das mitten in diesen Konus jetzt dann hineinfahren wird. Vorne sind Datengeräte, die das Andocken, also den Stoß des Stängels des Raumschiffs sofort messen und dann eine Art Widerhaken. Stimmt noch alles? Es scheint jetzt nach oben davon zu fahren. Nein, es stimmt alles noch. 12, jetzt zack und schon angedockt. Angedockt. Ja, es war jetzt sichtlich so. Es war sichtlich so, man hat gesehen, unten im Bild noch immer 12 Meter. 12 Meter Entfernung, es hat sichtlich der letzte Teil des Andockens war jetzt händisch. Nach Moskau zum Flugkontrollzentrum Klaus Mandl und Clemens Lothaler bitte melden. Guten Tag nach Wien. Die Raumstation fliegt gerade über Österreich. Wir werden in wenigen Minuten den Augenblick erleben, in dem der erste Österreicher das Ziel seiner Reise im All, die Raumstation Mir, erreicht. Die ersten Bildkennungen sind schon da und in wenigen Minuten wird die Luke aufgehen und Franz Fieberg wird in die Raumstation Mir als erster von den drei Kosmonauten aus dem Soyuz-Raumschiff einschweben. Es wird auch ein musikalischer Empfang erwartet. Bitte keine zu große Tonqualität zu erwarten, denn es ist... Die Luke öffnet sich. Die Luke wird gerade aufgemacht. Man sieht hier drei Kuchenstücke, das sind aber keine Mozartkugeln, das ist sowjetischer Kuchen. Wird vorbereitet, die Luke geht jetzt auf nach innen. Man blickt in die Raumstation und da kommt Franz Fieberg mit der Österreich.
мы готовы. Давайте как это самое. So, jetzt sind alle fünf im Bild, das ist jetzt eine, also der fünfte ist gerade aus dem Bild geschwebt, das ist jetzt eine automatische Kamera, die wird jetzt gerade etwas näher gestellt. Das ist jetzt der Aufenthaltsraum im Zentralblock, wo sich die drei befinden. Vor ihnen der Tisch, an dem auch ist, der Esstisch, links hinten die Toilette. Der Kosmonaut, der sich gerade das Mikrofon herrichtet, ist Grigaljow, nehme ich an. Das ist Sergej Grigaljow, der das bechert. Der ist jetzt schon seit Mai oben, er kommt jetzt gerade ins Bild, seit Mai oben und muss noch bis nächstes Jahr im März oben bleiben. Also rechts im Bild in weiß und rot die Stammbesatzung der Raumstation. Er gibt jetzt gerade durch, der Kommandant, dass die Raumstation funktioniert, so wie es gehört, alles ist bestens. Sie freuen sich, dass die Mannschaft hier ist und sie hoffen, dass sie das Programm gut ausführen werden, das gemeinsame. Der Kommandant bedankt sich jetzt gerade beim Präsidenten Gorbatschow und er hofft auch, dass sie die Aufgabe, die ihnen bevorsteht, gut ausführen. Und sie bedanken sich bei den Konstrukteuren dieser. Die Raumstation muss ja, glaube ich, im Betrieb ziemlich umgestellt werden, wenn statt zwei fünf Kosmonauten an Bord sind. Das ist richtig. Es müssen sämtliche Lebenserhaltungssysteme auf Hochtouren gebracht werden. Es wird ja viel mehr Kohlendioxid jetzt ausgeatmet. Es gibt extra Geräte, die jetzt eingeschaltet worden sind. Die Schlafplätze müssen neu hergerichtet werden. Die Toilette muss öfter entleert werden, logischerweise auch. Und es ist auch jetzt eine extra Ration Essen natürlich immer aufgekommen, darunter eben auch österreichisches Essen. Also der Kasache bedankt sich jetzt auch für das liebe Treffen bei der Stammbesatzung. Genau, und er betont, dass eben alles auf die Sekunde richtig war. Franz bedankt sich beim Präsidenten der UdSSR. Und allen bedankt sich bei allen, die den sicheren Start und das sichere Antworten gewährleisten haben. Man sieht, er fühlt sich ausgezeichnet, keine Probleme, aber das war auch schon zu erwarten. Die Stimmung ist super. Jetzt werden sie sich langsam ans Arbeiten machen. Gibt es jetzt gar keine Pause für die Kosmonauten? Zeit im Weltraum ist sehr teuer, das weiß der Herr Minister Busek selber. Es wird jetzt gleich gearbeitet werden. Und ja, nein, zuerst gibt es gleich noch ein kleines Mittagessen. Kleines Mittagessen, dann wird die Raumstation angeschaut und dann wird es gleich mit dem ersten österreichischen Experiment begonnen. Was wird das sein, also ganz am Anfang des Programms? Moment, ich übersetze jetzt mal. Der Franz lässt seine Frau schön grüßen. Und seine Tochter. Und er hofft, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Beim Vater ist alles super, sagt er. Die Burschen sind alle super, leider. Ja, und er sagt, sie fangen an zu arbeiten. Das wird jetzt als erstes das Experiment Kogimir sein. Das ist eine Art Videospiel, wo das in höhere Hirnleistungsfähigkeit geht. Der Kommandant freut sich sehr über den Donauwalz, den er gehört hat. Hat gemeint, das kommt eher selten vor, dass man mit Donauwalzer begrüßt wird. Aber es wird eine Tradition, sagt er. Ja, jetzt fragt, ob ich da bin. Ja. Ja. Sagt man ihm, dass ich hier bin, ja? Jetzt sagt er irgendwas auf Deutsch. Ich freue mich hier, dass ich so, wie
soll man sagen, erfolgreich und ohne Probleme hier an der in der Station angekommen bin. Ich bin überrascht, wie groß die Station ist, wie viel Raum hier ist. Eines der ersten Geräte, die ich gesehen habe hier, war MIGMAS. Das hat mich sehr erfreut, ein österreichisches Gerät. Hier im Bild sieht man jetzt gerade Datamir. Die ersten Tests sind erfolgreich verlaufen. Wir werden heute gleich beginnen mit dem ersten Experiment Kogemir. Wir sind hier sehr freundlich von den Ja, es ist sichtlich die Funkverbindung jetzt abgebrochen. Und danach werden wir schon mit unserer Arbeit beginnen. Das Andocken war problemlos, ein weiches Andocken, kein harter Schlag, alles problemlos gegangen, automatisch. Der Kommandant hat gesagt, er war verwundert, dass die Automatik so gut funktioniert. Da hat er völlig recht, weil sie funktioniert nämlich sehr oft nicht. Was man hier als erstes essen soll, üblicherweise gibt es da eine spezielle Präferenz dafür. Naja, das an sich sollte es jetzt österreichisches Essen sein, das auch gekostet wird. Aber sichtlich kommt das erst später. Und was ich auch weiß, ist, dass sie ein bisschen ein Cognac mitgenommen haben. Sie haben, glaube ich, Saft mit Cognac kurz noch ausgetauscht. Was sagt er jetzt? Ja, also er wird jetzt befragt hier vom ZUP, wie der Franz und der Tatar gearbeitet haben, und er sagt, sie haben alles bestens gemacht während dem Start und bis jetzt alles ausgezeichnet. Und der Franz demonstriert jetzt gerade gute Schwerelosigkeit. Man muss sich vorstellen, alle, die dort jetzt hängen, sind mit den Füßen unten eingehakt, sonst würden sie also wild herumschweben, aber man kann sich also ganz leicht mit den Füßen einhängen. Also man gratuliert jetzt hier aus dem Kontrollzentrum zum Andocken und er gratuliert dem Franz auch zur Tochter. Man gratuliert ihm zur Tochter, die Gott sei Dank nicht seine Nase hat, sondern sehr hübsch ist. Большое спасибо за теплое поздравление. Работу, как мы обещали вам, начнем вовремя и думаю, что завершим тоже вовремя. Sie sagen, also die Arbeit werden Sie sehr schnell beginnen. Ja, damit ist scheinbar der Funkkontakt schnell. Geht immer noch weiter. Ich muss mich mal umwenden, um zu sehen, wie lange wir noch Zeit haben. 3 Minuten, 7 Sekunden noch. Das Raumstation derzeit über China. Ja. Warum kann sich das Wetter nur das eigentlich leisten, dass die Raumstation so ein kompliziertes Gebilde um die Erde fliegt und nur so eine kurze Zeit eigentlich von Kontakt hat? Müsste nicht dauernd in Verbindung sein mit der Erde? Naja, Funkkontakt dauernd zu haben, das ist sehr kompliziert. Ich meine, die Sowjetunion hat riesiges Glück dadurch, dass sie so ein riesiges Territorium hat. Man sieht jetzt im Bild die Funkbodenstationen, diese Kreise, die man sieht, das sind also die Empfangsbereiche der Funkbodenstation, und der blaue Punkt ist der derzeitige Aufenthaltsort der Raumstation. Es gibt dann zusätzlich noch Schiffe, die Funkkontakt länger ermöglichen, und außerdem noch Satelliten, die es ermöglichen, fast eine ganze Umkreisung lang Funkkontakt zu haben. Ja, aber jetzt ist Bild- und Funkkontakt doch zu Ende. Jetzt werden wahrscheinlich technische Kommandos gegeben in diesen Minuten. Samstag, der 5. Oktober, ist bereits ganz wissenschaftlichen Experimenten gewidmet. Hallo, hier Mir. Werden sich die Kosmonauten am Sonntag, dem 6. Oktober, melden. Sie geben eine Pressekonferenz, anschließend spielen sie eine Hauptrolle im ersten Weltraumkunstereignis. Montag, der 7. Oktober, ist ganz der Arbeit im All gewidmet. Technische und medizinische Experimente auch am Dienstag, dem 8. Oktober.
Anstrengende Abschlussarbeiten und dann schon der Abschied von mir am Mittwoch, dem 9. Oktober. Am Donnerstag, dem 10. Oktober frühmorgens um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht der Flug zu Ende. Die Landung in Kasachstan ist der letzte Programmpunkt des Projekts Austromir. Unter Donauwachs ist hörbar.